Dieses prachtvolle Schiff hinter mir habe ich im Angebot. Es ist aus zweiter Hand durch Randos geführt. Ich könnte es euch für 1000 Dukaten überlassen. Tut mir leid, aber so viel Geld besitze ich nicht. Überlegt es euch noch einmal. Ein solches Angebot werdet ihr so bald nicht wieder bekommen. Denkt doch nur an all die Schätze, die ihr damit auf euren Abenteuer findet werdet. Das ist eine nette Anspielung an die Nordland-Trilogie. Muss ich sagen, weil in der Nordland-Trilogie kann man sich auch im ersten Teil ein Schiff kaufen. Auch für sehr viele Dukaten, und das Schiff bringt einem nichts, weil es nicht fertig wird, bevor das Spiel zu Ende ist. Also in der Nordland-Trilogie hat man ein Zeitlimit von 3 Jahren in Schicksalsklinge, also im ersten Teil ein Zeitlimit von 3 Jahren, was viel ist. Man schafft das Spiel, wenn man sich, wenn man normal spielt, so in einem Jahr. Das Schiff dauert 5 Jahre, bis es fertiggestellt ist. Von daher ist es Geldverschwendung, das Ding zu kaufen, selbst wenn man sich's leisten könnte. Okay. Hallo, Händler Kupines. Kalandor Kupines, mein Name, und exotische Waren aus ganz Aventurien in meine Sortimente. Ja, zeig mir mal, was habt ihr denn? Parfüm, Flügelhelm. So ein Flügelhelm wäre nett. Ein Spangenhelm. Haumesser, ein Bock. Bock ist ein kleines Faustschild. Dreizack, Wurfbeil. So ein Spangenhelm für Vorgrim wäre natürlich auch nicht verkehrt. Nee. Nur kannst du es dafür das Zeug abkaufen. Danke. Bootshändler. Dann haben wir noch die Schankmaid und den Niceback-Händler. Willkommen an meinem Stand. Was kann ich für euch tun? Ja, ich würde gerne einen guten Schluck nehmen. Was habt ihr also im Angebot? Natürlich nur helles Pferdocker. Tretet näher! Schaut euch in dem reichen Sortiment des Handelshauses Niceback um. Ja, dann zeigt mir, was euer Haus zu bieten hat. Olmenholz, Sandstein, Stahl. Also auch nichts so Besonderes. Jetzt hat einfach dein Fass. Oh, Grünmond-Tee. Dann gucken wir mal, wer er hier ist. Salam? Was war denn da gerade los? Kulu Taman Mafish Muschkela. Wie sagt man, ein Missverständnis? Nichts weiter. Maassalam. Issalam alaikum. Friede sei mit euch. Ja, er spricht Arabisch und hat uns sonst nichts zu sagen. Okay, hier wäre der andere Tatort. Da wollen wir aber erstmal nicht hin. Und ja, ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn, jedes Fass zu zerschlagen, aber wir können es einfach. Ja, und das Lagerhaus von den Nicebacks ist komplett abgeriegelt. Einen Händler haben sie noch da rumstehen, aber das war's auch schon. Stadtgardist Brinkel. Oh, noch ein Einbeersaft. Der geht mal an dich. Gute Entscheidung. Also ja, ich nutze Gegenstände. Die können wir auch hier unten hinpacken. So. Na los, Hammerfresse, Jango, den packst du! Okay, hier hinten sind Straßenkämpfe. Noch mehr Verbände. Also an Verbänden wird uns jetzt erstmal nicht mangeln. Um Wunden zu versorgen. Und jetzt noch eine hinterher. Hier ist auch abgeriegelt.
Egal, Triple Joe, polier ihm die hässliche Visage. Na los! Immer feste drauf, Jango! Eine links, eine rechts! Mach schon! Stahlknüppel zu Boden! Ein altes Brötchen. Dieses Brötchen ist schon so alt, dass es sich eigentlich nur noch die Tauben dafür interessieren dürften. Wenn überhaupt. So wird das doch nichts. Los, die Deckung hoch. Ja, genau so. Und hier noch eine hinterher. Mach ihn. Ja, wenigstens finden wir mal so ein paar Heller in den Fässern. Aber das meiste, was wir finden, ist Schrott. Den wir aber dann für ein, zwei Heller noch verkaufen können. Städter, Städter, Städter. Oh, und die prügeln sich hier mit echten Waffen. Ah, willkommen. Ihr seid hier wegen dem Kampf richtig. Wollt ihr eine Wette abschließen? Wetten? Hört sich interessant an. Wer kämpft denn? Heute schlagen sich die allseits bekannten und beliebten Haudegen Knüppel Joe und Hammerfresse Jango, die Visage 9. Ein Spaß für Groß und Klein. Und mit nur 20 Silber seid ihr dabei. Wer zuerst am Boden liegt, hat verloren. Ein Gewinn verdoppelt euren Einsatz. Nun, was sagt ihr? Da muss ich passen. So viel habe ich nicht bei mir, oder? Das ist aber wieder leuchten. Tja, vielleicht ein anderes Mal. Eine links, eine rechts. Mach schon. Schick die Stahlknüppellosche zum Boden. So wird das doch nichts. Los. Also, so wie es aussieht, kriegt der Stahlknüppel. Au. Okay, kriegt der Stahlknüppel. Nee. Jetzt kriegt. Gehen wir mal auf die Hammerfresse. Der Kampf ist noch in vollem Gange. 20 sind wir auf Hammerfresse, ja, sehr wohl, viel Glück. Oh, da habt ihr wohl auf den Falschen gewettet. Nun ja, man kann ja nicht immer Glück haben. Vielleicht läuft es. So, Jungs, rappeln wir wieder auf, die nächste Runde beginnt. Nein, danke. Einmal reicht. Weil das waren jetzt, er sagte 20 Silber, das waren zwei Dukaten, die wir gerade verloren haben. Hey, ihr da. Dies ist der Schauplatz eines schweren Verbrechens. Betreten verboten. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, mäßig auch ein Turnstadtgardist. Mein Name ist Brennoy, ich bin im Auftrag von Wachhauptfrau Dorkenschmied hier und stehe der Stadtgarde offiziell bei der Untersuchung der Morde zur Seite. Entschuldigt, das konnte ich nicht wissen. Unter diesen Umständen dürft ihr natürlich durch. Könnt ihr mir genauso über den Hergang der Tat berichten? Bedauere, nein, ich habe lediglich Order von Obergardist Taschmann den Zugang zum Ort der Tat zu bewachen und Neugierigen fernzuhalten. Der Obergardist war alleine, als er das Opfer hier auffand. Wenn euch immer da seid, seid ihr bekannt, dann eher. Könnt ihr mir dann vielleicht sagen, wo ich den besagten Obergardisten finden kann? Es gab vorhin weiter unten am Pier einen Zusammenschluss zweier Fuhrwagen der Brauerei. Der Obergardist ist ziemlich wütend dorthin. Wisst ihr, er bekommt die schlechten Nachrichten immer in seiner Mittagspause. Das macht ihn immer besonders mürrisch. Ich werde schauen, ob er denn noch Zeit für mich hat, mir ein paar Fragen zu beantworten. Hab Dank. Ja. Rede mit Obergardist Taschmann. Vielleicht kann mir Obergardist Taschmann weitere Informationen über den Mord an Arthur geben. Gut, also das kann ich schließen. Das heißt, Taschmann ist da drüben. Ardo-Tatort ist jetzt nur noch hellgrün, das Fragezeichen. Das heißt, es ist zu einer Nebensache geworden. Seinen Zorn zu seinem Palmblatt tragen. Hier.
Oh, drei Pfeile. Gute Entscheidung. Die sind natürlich zum Glück gleich in deinem Köcher gelandet. Und hier ist auch verdammt viel mehr Blut als bei dem anderen. So, das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal den Drachentatort an. Das bin ich. Ah, Mausefallen. Noch mehr Nüsse. Gut. Da geht's wieder raus. Oh, hier ist auch... Starke Burschen gebraucht haben. Er muss sich gewehrt haben. Seht, alles ist zerschlagen. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht hat der Angreifer was verloren. Ah. Ein Talisman. Ja. Ein tränenförmiges Schmuckstück mit einem rötlich schimmernden Edelstein sieht aus wie ein wertvoller Talisman. Bestimmt wird er bereits vermisst. Aber sonst sehe ich jetzt hier nicht wirklich was. Außer ein paar zerdepperten Fässern und mir selber, weil ich gerade mit der Maus über mich gehovert bin. Okay. Das heißt, viele Möglichkeiten haben wir nicht. Kapitän Dielbrack. Der Name kommt mir auch wieder bekannt vor. Krämer Rappelbusch ist... Ey, ist das nicht derselbe Krämer wie auf dem Markt? Städter. Ah, Kisten und Fässer. Oh, Ulmenholz, das ist nicht schlecht. Einbeeren. Okay, die stecken wenigstens ordentlich. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich freue mich schon auf die Festlichkeit zur Eröffnung der Drachenqueste. Ja. Lasst uns eintreten und ein paar Hupen nehmen. Ehrlich? Da gibt es auch hier. Lasst uns reingehen und den Geist erfrischen. Dich nüchtern zu sehen, wäre auch mal eine Abwechslung. Ja, und Gladys tut immer gegen Vorgrim sticheln. Also ja, wir gehen erstmal in die Kneipe. Da hinten ist das Lagerhaus von Störtebrand. Hm.
der Hafen. Die Taverne sieht eigentlich fast genauso aus schon wie die in Fuhrmannsheim. Ich muss arbeiten und habe keine Zeit zu reden. Aline, ich bin vorgemacht und es ist mir völlig gleich, wer ihr seid. Ihr seht doch, ich habe zu tun. Okay. Meister Hamira, ach, alle reden nur über den Bau des Gesindetempels, als ob diese schrecklichen Morde nicht wichtiger wären. Kobold. Ja, okay, Kobold.